Hallo, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Kesb und Willkür. Grundsätzlich ist die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, kurz genannt auch Kesb, dafür da, dass sie solchen Leuten Schutz bietet, die selbst nicht mehr dazu in der Lage sind, sich darum zu kümmern. Heute möchte ich näher darauf eingehen, was es mit dem Erwachsenenschutz auf sich hat. Denn der Kindesschutz ist eine sehr spezielle Angelegenheit. Im Erwachsenenschutz geht es darum, dass beispielsweise ältere Leute, die senil werden und selbst keine Entscheidung mehr treffen können, von der Kesb unterstützt werden sollen. Andererseits gibt es auch junge Personen, die davon betroffen sind. Beispielsweise, wenn sie eine schwere Erkrankung erlitten haben oder einen Unfall hatten und auch hier selbst nicht mehr in der Lage sind, Entscheidungen treffen zu können. Dann tritt die Kesb in Kraft und muss für ihren Schutz sorgen. Sie muss dafür eintreten, dass ihr Aufenthalt gesichert ist, dass Rechnungen bezahlt werden und das soziale Umfeld gepflegt wird. Jetzt höre ich häufig in letzter Zeit, die Kesb mischt sich in Dinge ein, die sie nichts angehen, sie bereichern sich womöglich oder unsere Familie fühlt sich ungerechtfertigt behandelt. Grundsätzlich möchte ich die Kesb nicht verteufeln, weil man muss sich mal in die Situation dieser Behörde stellen. Sie erhalten auf einmal als Mitarbeiter der Kesb den Auftrag, sich um eine junge Person zu kümmern, die beispielsweise einen schweren Autounfall erlitten hat und nun im Koma liegt. Sie haben sehr viele Aufträge, denn die Kesb ist häufig schwer ausgelastet. Zudem haben sie noch ein weiteres Problem. Sie kennen diese Person gar nicht. Sie wissen gar nicht, was diese Person für ein Mensch war, was sie gewollt hätte, welche Einstellungen sie hatte. Vielleicht wissen sie sogar, dass sie alleinstehend ist und können noch nicht mal Angehörige fragen, was diese wünschen. Sie sehen, die Situation ist sehr knifflig. In der Kürze der Zeit müssen sie reagieren und agieren. In einer solchen Situation nützt alles Motzen nichts, sondern ich würde mir selbst Gedanken machen, wie kann ich für eine solche Situation vorsorgen? Und das können sie tatsächlich. Wenn Sie also nicht möchten, dass eine Person von der Kesb eingesetzt wird, um sich um Sie zu kümmern, wenn Sie selbst einmal nicht mehr in der Lage sind, ob nach einem Unfall oder im Alter, dann müssten Sie jetzt selbst reagieren. Sie können dies beispielsweise tun, indem Sie einen sogenannten Vorsorgeauftrag abschließen. Die Kesb würde nämlich für Sie Versicherungen und Verträge abschließen, aber auch Ihre Rechnungen bezahlen und sich um ihre sonstigen finanziellen Angelegenheiten kümmern. Im Rahmen eines sogenannten Vorsorgeauftrages können Sie eine Person, einen nahen Angehörigen oder Freunde einsetzen, die sich dann um Ihre Situation kümmern. Wie das genau funktioniert, das sehen Sie in diesem Video. Der erste Teil des Vorsorgeauftrags beschäftigt sich mit den finanziellen Verhältnissen. Hier können Sie Der zweite Punkt, wofür die Kesb eingesetzt wäre, ist die sogenannte Fürsorge. Wenn Sie selbst hier ebenfalls nicht wünschen, dass die Kesb eingesetzt wird und entscheidet, wo Sie untergebracht werden, welche medizinischen Maßnahmen für Sie ergriffen werden oder unterlassen werden, dann können auch hier Sie selbst einmal handeln. Erstellen Sie eine sogenannte Patientenverfügung. Wie das funktioniert? Das sehen Sie hier. Erstens, eine Patientenverfügung ist dafür da, wenn man einmal schwer krank wird und selbst keine Entscheidung... Vor allen Dingen ist es aber wichtig, mit den eingesetzten Freunden, Familienangehörigen und Kollegen darüber zu sprechen, was man selbst für eine Einstellung hat. Was wünsche ich also für einen Fall, dass ich selbst Wünsche nicht mehr äußern kann? Was müssen diese Leute für mich tun? Möchte ich beispielsweise an Maschinen angelegt werden? Sollen Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt oder unterlassen werden? Solche Dinge sind wichtig,
Und gerade für die Personen, die dann für Sie entscheiden sollen, sind Sie besonders wichtig. Wenn Sie also einen Vorsorgeauftrag und eine Patientenverfügung erstellt haben, darf die KESB gar nicht groß eingreifen. Sie prüfen nur, ob Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung wirksam eingesetzt wurden, und danach haben Sie keine Aufgabe mehr. Also wenn Sie sich und Ihren Angehörigen einen Gefallen tun wollen, sorgen Sie besser vor, als dass Sie sich nachher Sorgen machen müssen.